In diesem Video geht es um die Sied- und Schmelztemperatur. Und dazu jetzt erstmal das Beispiel Wasser. Also Wasser ist ja jetzt im Normalzustand flüssig. Und jetzt können wir konkret sagen, dass unter Normalbedingungen Wasser jetzt zwischen 0 Grad Celsius und 100 Grad Celsius flüssig ist und davor nicht. Also wenn wir zum Beispiel Wasser mit einer Temperatur von minus 10 Grad Celsius haben, dann wäre Wasser Eis, ist also fest. Und dann können wir uns auch vorstellen, wenn, sagen wir, wir haben jetzt Eis, minus 10 Grad Celsius, erhöhen dann die Temperatur immer weiter, dann wird jetzt bei 0 Grad Celsius anfangen, das Eis zu schmelzen. Wir erhalten dann flüssiges Wasser und dann wäre eben 0 Grad Celsius die Schmelztemperatur. Und dann können wir uns auch vorstellen, wenn wir jetzt die Temperatur von 0 Grad Celsius immer weiter erhöhen bis 100 Grad Celsius, dann würde jetzt bei 100 Grad Celsius das Wasser anfangen zu verdampfen, zu sieden. Wir erhalten halt Wasserdampf, das Wasser wird gasförmig und dann wäre 100 Grad Celsius eben die Siedtemperatur. Deswegen hier mal am Beispiel Wasser erklärt, Schmelztemperatur, Siedtemperatur. Und jetzt auch noch ein kleines Detail dazu zu sagen, dass also diese Temperatur 0 Grad Celsius, 100 Grad Celsius bei Wasser, das gilt jetzt bei Normalbedingungen. Jetzt muss man noch sagen, die ganzen Temperaturen sind jetzt noch druckabhängig. Also besonders die Siedtemperatur ist stark druckabhängig, weil es gilt jetzt, die Siedtemperatur von Wasser ist eben 100 Grad Celsius bei Normalbedingungen, also beim normalen Umgebungsdruck von 1013 Hektopascal. Wenn wir dagegen jetzt zum Beispiel auf Mount Everest wären, bei 8800 Meter Höhe, da wäre zum Beispiel die Siedtemperatur 70 Grad Celsius, also deutlich geringer. Deswegen da sehen wir, die Siedtemperatur generell, nicht nur bei Wasser, auch bei anderen Stoffen, ist stark druckabhängig. Die Schmelztemperatur ist auch noch in gewisser Weise druckabhängig, aber deutlich schwächer als jetzt, wie die Siedtemperatur bei druckabhängig ist. Und ja, wie gesagt, Wasser war jetzt, da war jetzt die Schmelztemperatur 0 Grad Celsius, die Temperatur 100 Grad Celsius. Bei anderen Stoffen der Chemie, da sind die Schmelz- und Siedtemperatur jetzt immer anders. Also jeder Stoff in der Chemie hat eine eigene Sied- oder Schmelztemperatur. Und das ist dann hier der Stichpunkt. Daraus ergeben sich auch wiederum verschiedene Stoffeigenschaften des jeweiligen Stoffes, auch speziell dann bezüglich der Stabilität, weil wir können dann sagen, dass jetzt die Siede- und Schmelztemperatur davon abhängt, einmal von den zwischenmolekularen Kräften und von der Molekülmasse. Und dazu mal folgendes Beispiel. Wir haben jetzt mal Propan und Pentanol und jetzt will ich da mal die zwischenmolekularen Kräfte erklären. Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das schon im Unterricht habt, aber ich erkläre es kurz mal. Also Propan ist ein Alkan. Erstmal, Propan ist ja, besteht wiederum aus ganz vielen verschiedenen Propanmolekülen. Deswegen, wir haben jetzt hier mal zwei Propanmoleküle. Ein Propanmolekül von der Struktur in Alkan, halt hier mit der C-Kette, drei C-Atome, drum H-Atome. Und jetzt gehen die Propanmoleküle untereinander wiederum als Zwischenmolekülkräfte, Fahrenderwalskräfte ein. Jetzt hier in den roten Linien dargestellt. Das wären jetzt hier die Fahrenderwalskräfte zwischen den Propanmolekülen. Und das sind jetzt eben die zwischenmolekularen Kräfte, die jetzt das Propan quasi zusammenhalten. Und hier Pentanol. Pentanol ist ein Alkohol. Auch wieder hat eine C-Kette, jetzt eine bisschen längere C-Kette mit 5 C-Atomen. Zusätzlich jetzt noch die OH-Gruppe. Und jetzt sind hier beim Pentanol die zwischenmolekularen Kräfte auch hier Fahrenderwalskräfte zwischen den Pentanolmolekülen, genauso wie hier, jetzt nur halt noch ein bisschen mehr wegen der längeren C-Kette. Und zusätzlich jetzt aber noch Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den OH-Gruppen der Alkohole. Und jetzt kann man sagen, dass die zwischenmolekularen Kräfte beim Pentanol jetzt größer sind als beim Propan, weil einmal wie zusätzlich noch starke Anziehung, starke zwischenmolekulare Kräfte durch die Wasserstoffbrückenbindung hier bei den OH-Gruppen haben. Und jetzt dadurch, dass die C-Kette hier beim Pentanol länger ist, hier 5 C-Atome, hier nur 3 C-Atome, sind insgesamt auch die Fahrenderwalskräfte stärker. Das heißt, hier am Beispiel erklärt, Pentanol hätte stärkere zwischenmolekulare Kräfte als Propan. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn wir einen Stoff zum Schmelzen oder Sieden bringen, dann bedeutet das ja, dass wir die zwischenmolekularen Kräfte, dass wir die Moleküle, wir sehen ja, ein Stoff besteht aus Molekülen, die jetzt über zwischenmolekulare Kräfte zusammengehalten werden. Und wenn wir jetzt einen Stoff zum Sieden oder Schmelzen bringen wollen, dann müssen wir diese Moleküle auseinanderbrechen. Wir müssen die Struktur aufbrechen, um dann halt den Stoff so zu verändern, dass er halt sieht oder schmilzt. Und jetzt beim Pentanol, dadurch, dass jetzt die zwischenmolekularen Kräfte größer sind, braucht man jetzt, ist auch logisch, braucht man halt mehr Energie,
um halt die Zwischenkräfte dann aufzubrechen. Und jetzt ist es so, Energie geht Hand in Hand mit Temperatur. Je höher die Temperatur, desto höher halt auch die zugeführte Energie. Deswegen jetzt hier am Beispiel erklärt, wäre jetzt die Sied- und Schmelztemperatur beim Pentanol größer als beim Propan. Und das sehen wir jetzt hier konkret. Also Propan hat eine Schmelztemperatur von minus 187,7 Grad Celsius und eine Siedtemperatur von minus 42,1 Grad Celsius. Und das Pentanol hat jetzt eine Schmelztemperatur von minus 78 Grad Celsius und eine Siedtemperatur von 138 Grad Celsius. Also wir sehen insgesamt, dass beim Pentanol Sied- und Schmelztemperatur vergleichsweise deutlich größer sind als beim Propan, eben weil halt wir halt die stärkeren zwischenmolaren Kräfte haben und dann dementsprechend mehr Energie brauchen, um halt die Moleküle aufzubrechen und dann halt so mit dem Stoff zum Sieden oder Schmelzen zu bringen. Und jetzt kann man auch sagen, die Sied- und Schmelztemperatur hängt jetzt auch noch von der Molekülmasse ab. Wir sehen, Pentanol hat größere Moleküle, deswegen ist auch die Molekülmasse höher. Auch deswegen kann man sich so erklären, wäre dann hier in diesem Beispiel das Pentanol eine höhere Siedtemperatur und Schmelztemperatur. Und dazu kann man jetzt auch noch sagen, dass wir jetzt anhand der Sied- und Schmelztemperatur auch als Chemiker zum Beispiel gut Stoffe nachweisen können. Zum Beispiel, wenn man jetzt verschiedene Stoffe vor sich hat und man weiß jetzt nicht, welcher Stoff welcher ist, dann könnte man zum Beispiel die Energie zuführen, Temperatur erhöhen und dann gucken, wann welcher Stoff jeweils sieht und spilzt. Und dann könnte man eben da anhand dessen entscheiden, was welcher Stoff ist, indem wir halt sehen, wann die einzelnen Stoffe ziehen und schmelzen. Deswegen, das ist dann auch ein guter Nachweis, um bestimmte Stoffe nachzuweisen. Das jetzt mal, ja, zur Sied- und Schmelztemperatur. Und das war's dann damit zu diesem Video.